Ja, wir sind heute bei der ersten zentralen Bockkörung von den Blobe-Ziegen, von der Blobe-Gars. Das ist ja eine seltene Nutztierrasse, eine der hochgefährdendsten Ziegenrassen in Österreich. Die Rasse hat man 2007 wiederentdeckt. Da hat sich eine kleine Gruppe gefunden von Züchtern, die wieder mit den Erhaltungsmaßnahmen begonnen haben. Und wir haben jetzt aufbauend auf diesem ersten Anfangsbestand jetzt einmal ein Herdebuch, Bestand von ca. 60 Tieren. Davon ca. 13 Böcke, die heute jetzt in Rotholz das erste Mal zentral gekört werden. Das ist jetzt die erste Bockkörung mit, das sind alles also mehr oder weniger Nulltiere. Also von jetzt weg startet die herdebuchmäßige Zucht. Wir versuchen jetzt da, jeder Bock hat eine eigene Linie. Wir werden schauen, den Tieren einen Namen zu geben, dass man weiß, welche Bocklinie das eben ist. Wir haben da jetzt eine Gruppe von ca. 14 Züchtern, die jetzt aktiv, also im verteilt auf Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich, sich wieder um die Rasse annehmen und also eben sich aktiv an der Zucht beteiligen. Ja, die Blaue Gars ist eine widerstandsfähige Rasse und im Sommer halten sie sich im hochalpinen Gelände auf. Das spricht für 2000 Meter Seehöhe Richtung 3000, teilweise über 3000. Und das ist halt oft zu beobachten, eigentlich jedes Jahr regelmäßig, dass die Blaue Gars in Sulzdal drinnen auch mit dem Steinwild unterwegs ist. Und Steinwild ist in normaler Weise relativ hoch oben und also die vertragen sich ja gut und das spricht auch für die Blaue Gars, dass sie relativ geländegängig ist. Also in steilsten Felswänden hält sie sich auf und kommt da gut zurecht. Ja, die Blaue Ziege. Die ist die letzten Jahre immer mehr und mehr verschwunden. Die war früher einmal größer verbreitet entlang des Alpenhauptkamms, Südtirol, Nordtirol, im Hinternötztal, Wiebtal bis rauf in Reschengegend. Gott sei Dank ist es uns jetzt gelungen, dass wir die jetzt wieder ein bisschen hergebracht haben, dass sie auch anerkannt als Rasse wurde. Wir schauen halt jetzt da, dass wir den Typ da züchten. Ja, wir haben da sehr typische Ziege jetzt da vor uns, also typische Blobe-Geiß. Ganz charakteristisch für die Rasse ist einmal die Mantelzeichnung, also das Grau bis Blaugrau, das ist ja das Namensgebende, eigentlich die Farbe, also die Blob heißt ja auf Tirolerisch ja Blaugrau und das ist eigentlich charakterisiert, also eben die typische Farbe von den Ziegen. Das reicht von Silbergrau bis Anthrazit, also Dunkelgrau. Die Ziegen vom Körperbau selber sind sehr, sehr stämmige Ziegen mit einer breiten Brust und mit einem breiten Becken. Also es sind sehr stämmige, kräftige Ziegen. Ganz typisch ist auch noch die Kopfform. Das ist das konkave Nasenprofil. Das findet man sonst bei den österreichischen Ziegen eigentlich nicht. Das erinnert einen aufs erste Mal an einen Steinbock. Also die haben auch ähnliche Kopfform. Grundsätzlich sind also die Tiere behornt, vereinzelt gibt es auch Hornlosigkeit, aber in der Regel haben sie eigentlich ein sehr kräftiges Horn. Typisch ist auch noch, sind die Beine, also oben vom Sprunggelenk abwärts, die sind, sollen also grau oder dunkelgrau bis schwarz sein und teilweise haben die Tiere auch noch einen Aalstrich. Also vom Gesamttyp her haben sie sehr, sehr ursprüngliche Fellzeichnung eigentlich. Vom Kopfprofil, da variieren sie ein bisschen, es gibt Tiere, die sehr hell sind, aber Tiere, die bis hin zu einem schwarzen Gesichtsfeld haben. Vereinzelt findet man auch diesen weißen Stirnfleck, also das ist so das typische Kennzeichen dieser Rasse.